Hallo, da ist wieder die Ruth Achillier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Einmal mehr zum Thema: Kommunikation ist viel mehr als nur Reden. Und wenn du jetzt mehr wissen möchtest, wie das so ist, mit so einem Multikulti, mit dem emotionalen Thema schlechthin, dann bleib jetzt dran. Es kann uns jedem passieren, dass wir Ausländer sind. Egal wo auf dieser Welt. Und wir alle, glaube ich, kennen die Sprüche hier in der Schweiz und sonst wo. Ah, die Basler und die Zürcher und die Bündner und diese und dann diese und diese. Und dann gibt's da noch so diese Ausländer, die nur hier sind deswegen. Und man tut dann immer so werten. Also wir werten ganz klar. Und das hat angefangen mit den saublöden Sprüchen über die Blondinen. Wir ziehen Schlussfolgerungen, wir nehmen irgendetwas an, das wir nicht kennen. Und auf der anderen Seite ist es wie verständlich, das geht hier mir auch so, alles, was in einer Masse auftritt, egal was es ist, you name it, ist unangenehm, wenn man es nicht kennt. In meinem Bekanntenkreis gibt es wirklich alle Religionen durchs Band. Da gibt es in der Schweizer Schokoladenform ausgedrückt, da gibt es schwarze Schokolade, da gibt es Milchschokolade, da gibt es so ein bisschen noch nicht so ganz weiße Schokolade und weiße Schokolade. Gehst du mit mir einig, wenn ich sage, wir sind alles Menschen, wir sind alles wunderbare Menschen. Du und ich und alle anderen. Und wenn du jetzt das Clearing Statement dazu haben möchtest, wie immer an dieser Stelle, dann nimm inne, nimm wahr und alles, was es nicht erlaubt, dass du wahrnehmen kannst, dass du wertschätzen kannst, dass wir alle wunderbare Wesen sind, was dich blockiert, das zu leben, das zu sein. Möchtest du das zerstören und umkreieren? Ja, eine Godzillion times, right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine, shorts, boys and beyonds. Hummerkasten, du fragst, ich antworte, das gilt für alle. Und wenn es hilft, so zum Beispiel einen Kochkurs zusammen. Wer aus welcher Region auf dieser Welt was kocht und warum, was für eine Tradition. Das wäre doch irgendwann so ein Anfang. Ja, ich komme gerne vorbei, bin dabei. Ich liebe es zu essen und zu kochen und andere Kulturen kennenzulernen. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.